Nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hard Gold. Das wäre Hard Gold. Wir haben uns in der letzten Folge einen Bolti-Lamm gefangen und wollen jetzt mal. Sind ja aus Viola City gekommen und gehen jetzt Richtung Azaela City. Wie wär's mit einem schmackhaften Nerven-Fleckmann-Route? Für dich hast du 1 Million Poké-Dollar. Ja, die nehmen wir, klaro. Gib her, Junge. Ah, dein Geld reicht nicht. Okay, ich glaube. Ich hätte schon Bock auf so eine Fleckmann-Route. Wir gehen einfach zurück und holen uns 1 Million Poké-Dollar einfach. Also wir bekämpfen quasi einfach so lange irgendwelche Kids, bis wir 1 Million Poké-Dollar haben. Nein, Spaß. Kann man ja erst ab, ich glaube Generation 6 oder so, kann man über 1 Million Poké-Dollar haben. So, wir holen uns jetzt erstmal eine Angel. Der Nette hier schenkt uns eine, was ich sehr nett finde von ihm. Eine Angel. Es wird uns noch zu erklären, wie das funktioniert mit der Angel und so, aber. Das ist ein Bär, ne? Ja, das ist ein Bär. Ja, dann haben wir nochmal unser Pokémon auf. Was habe ich eben so gelacht hatte? Naja, was heißt gedacht, ne? Ja, doch, ich habe gedacht, aber es war eher sowas wie. Weißt du? Wenn du weißt, was du verloren hast, dann lass du quasi dir die Angst ins Gesicht oder so. Also ich habe eben diese Folge, nehme ich jetzt gerade zum dritten Mal auf, tatsächlich. Beide Male so 5 bis 10 Minuten aufgenommen, das erste Mal. Plötzlich realisiert. Was war am ersten Mal kacke? Was war am ersten Mal der Anlass, dass ich aufgehört habe? Ah ja, es gab einen Fehler. Ihr seht ja hier das Layout so um mich herum, ne? Und da habe ich einen Fehler gemacht, da war hier oben die ganze Zeit Tauboga zu sehen und das war ja mal dann, ja, das war halt Fail. Habe ich gesagt, ja, mein normal. Habe ich eben 12 Minuten aufgenommen oder so, plötzlich merke ich, ja, Game Sound nicht mit aufgenommen. Mich selber schon, aber Game Sound nicht, das ist, weil ich hier, ihr seht mein Mikrofon. Da habe ich, da kann man unten auch seine Kopfhörer reinstecken, so, und wenn ich mein Headset nicht benutze, so, bei Pokémon ist es relativ unwichtig, ob man jetzt bei Headset über Kopfhörer hört, ne? Weil die Qualität jetzt nicht so entscheidend ist, darüber, ob man gut oder schlecht im Spiel ist eben. Deswegen ist es da relativ egal. Und ich habe die einfach mal hier reingesteckt, aber muss bei meinem Aufnahmeprogramm eben auswählen, was jetzt aufgenommen werden soll. Und da das quasi das ist, was ich jetzt höre, ist das quasi der Audioausgang hier, das Mikrofon. Das muss ich eben einstellen, hatte ich aber nicht. Deshalb eben der Ton nicht aufgenommen wurde. Das ist besser, als wenn meine Stimme nicht aufgenommen wird, aber so geil ist es jetzt auch nicht. Und dann dachte ich auch noch, weil ich beim Mikrofon zeigen aus Versehen offenbar auf den Knopf gekommen bin für Mikrofon stumm schalten. Das ist der hier. Ich habe gesagt, wenn ihr mich jetzt rede, hört ihr mich nicht. Und das habt ihr auch nicht. Und der hat eben geblinkt. Das tut er nämlich, wenn ich quasi gesagt habe, hier, lautlos. Und das hat er eben gemacht und ich dachte, shit, da bin ich vorher schon gegen gekommen. Aber dabei bin ich erst dagegen gekommen, als ich es hochgehalten habe. Auf jeden Fall war ich dann für einen kurzen Moment so, naja, unsicher, dass ich erstmal gesagt habe, ich schaue jetzt nach. Und nein, und meine Stimme war die ganze Zeit zu hören. Aber das wollte ich jetzt nämlich auch nicht riskieren. Da hätte ich alles nochmal neu machen können, den nochmal 12 Minuten zusätzlich oder so. Und wenn ich 25 Minuten aufnehme, wo ich nichts sage und nichts zu hören ist, das ist richtig scheiße. Deshalb habe ich einfach nochmal gesagt und gesagt, okay, ich mache einfach nochmal. Schön. Ja. Heute ist 5.5. Ich bin nämlich mit dem Englisch-Abi durch. War ganz okay. Warte mal ganz kurz, ich muss mir was aufschreiben. Ich habe noch ein Shift hier. Naja. Okay, hab's mir in meiner Suchleiste geschrieben. Okay. Wir haben der Englisch geschrieben. Ich bin durch mit zur Hälfte mit dem Abitur. Ich freue mich erstmal richtig darauf, dass Mathe am Freitag dann durch ist. Das ist dann meine letzte schriftliche. Bevor dann Ende Juni dann meine mündliche kommt. In 6 Wochen bis dann war ich das Abitur fertig und so. Und ja. Bin auf jeden Fall erstmal froh, dass Englisch mal jetzt durch ist. Englisch ist kein Problem so, aber es ist eine Klasse weniger, die man quasi ja, zu bestehen hat. Jetzt kommt nur noch Mathe. Mathe wird okay. Also es wird nicht okay. Ich werde sterben den Tag, aber weißt du, abgesehen davon wird es glaube ich ganz okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich morgen anfangen mit dem Lernen. Dann habe ich noch 2 Tage zum Lernen und dann
Ja. Sollte das reichen, also mein Ziel ist keine 2 in Mathe tatsächlich. Ich mache Mathe nur, damit ich Geografie mündlich machen kann. Ich war niemals gut in Mathe und ganz ehrlich, ich habe immer darauf geachtet, dass ich genug Freizeit habe. Und dann habe ich halt 0,1 schlechteres Abi als sonst und ist mir auch scheißegal, es ist mir nicht wichtig. Wir werden sehen, was kommt. So, ich kann jetzt nicht. Ich kann was dran ändern. So, wenn ich mich morgen und übermorgen hinsetze und tatsächlich was Gutes tue, dann kann ich das beeinflussen. Mit Zeit wird es trotzdem so oder so nicht. Und naja, mir auch egal. Boah. Am 8. Tag, am Tag der Kapitulation, also indem ich eben in Mathe kapituliere, ne? Da kommen ja auch zwei geile Deutschrap-Alben raus. Und zwar das geilste zuerst, Genetik, 8. Tag. Habe ich mir vorbestellt, per CD kommt also am 7. wahrscheinlich an, ich hoffe es sehr. Mathe-Abi, ich werde mir nichts anderes mal angucken, wenn ich an dem Tag dann schon die Genetik-CD von den Händen halte. Naja, Rest in Peace, mein Abi. Und dann eben noch Lance Butters am 8. Deswegen auf Spotify anhören dann oder so. Und natürlich bin ich dann auch. Lance Butters wissen mal, ja, er hat dann seine 12 Tracks und die sind auch alle ganz geil oder so, aber es sind halt, ja. Von den 12 Tracks ist ein 1 noch ein Intro und 1 noch ein Skit oder sowas. Und da ist es immer ein bisschen bei ihm. Das, was er macht, ist geil. So hat er seine Self-GP gemacht. Das waren 4, 5, 6 Lieder oder so. Dann Future Shit waren 6, 7 vielleicht oder so. Im Dreh. Aber das sind noch EPs. Das ist jetzt ein Album, das vielleicht effektiv 10 richtige Songs hat oder so höchstens. Das ist so ganz typisch für Lance Butters eben. Aber nichts, was ich mir kaufen würde dann. Also nicht für 16 Euro am Anfang oder so. Ne? Das ist dann Quatsch. Das würde mir einfach auf Spotify an. Aber Genetik ist halt richtig krass, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall kaufen. Einfach auch nur, um den Künstler zu unterstützen, um die CD quasi zu haben. Das ist immer. Ich habe Spotify Premium. Und höre mir da jeden Scheiß so, wie ich lese. Ich lese Juice durch und höre mir alles an. Also wirklich alles. Da, was ich gerade lese, dann schlage ich den Künstler kurz nach. Das ist besser als bei YouTube, wo man immer erstmal Werbung hören muss. Und ja, Adblock habe ich gerade nicht an. Oh ja, oh shit, ich sehe gerade, das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich ja dann nur A gehämmert. Gegen Onyx habe ich nichts Effektives. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen mit Gewalt hier, mit meinem höchsten Level, so einen Spezialangriff in das Ganze dann. Okay! Dump Genetic. Also Genetik ist schon ordentlich eine krasse Band. Das wird auf jeden Fall eine coole CD. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr, denn DNA fand ich sehr krass und auch Vogelzirkus war echt nicht schlecht. Auch Fotos war geil. Also Genetik macht schon. Wir haben halt gewartet, ne, bis sie ein bestimmtes Qualitätslevel erreicht haben, bis sie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Deswegen gibt es halt auch nur keinen Scheiß von denen. Und das finde ich sehr cool. Und jetzt geht's in die vierte Runde, dann am Freitag, beziehungsweise Donnerstag. Mal schauen, wie es kommt. Wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dann, was denn abgeht. Und ich freue mich einfach, dass es Freitag 14 Uhr ist und ich mit meiner Mathe-Abi-Klausur durch bin und es abhaken kann und sagen kann, so, das war's, ändern kannst du nichts mehr, also brauchst du auch keine Sorgen machen. Ich bin jetzt ein bisschen müde, nachdem ich so scheiße geschlafen habe heute. Und dann um 6 aufgestanden bin, um alles pünktlich zu schaffen. Ich habe mir scheiße geträumt, von wegen, dass ich mit dem Bus in eine falsche Richtung fahre und dann mit dem Auto zur Schule gefahren, nicht mit dem Bus. Nur so kacke, weißt du? Dass ich immer zu Fuß dahin laufen muss, zu spät kommen, so nicht rechtzeitig anfängst mit den Aufgaben und so und dann deine Zeit vertrödelt. Oh Mensch. Ja. Aber ja, zum Glück nicht so, ist alles ganz gut gelaufen. Ich war saumüde heute Morgen. Aber gut. Auch nicht so schlimm. Hab's ja geschafft. Hab's auch eigentlich ganz gut geschafft. Die erste Aufgabe ist eine Mediation. Das ist, glaube ich, bei den meisten so. Das ist also quasi ein deutscher Text, den du hast. Und den musst du dann eben auf Englisch zusammenfassen. Das heißt, meistens irgendwie schreibst du für eine Schülerzeitung oder sowas. Oder du willst dann deinen Austauschschüler, Freund oder so erzählen. Und musst eben dadurch darauf achten, was du quasi für Wörter benutzt, um das zu erklären.
Weißt du, wenn du jetzt deinen Freund erklärst, dann machst du das nicht komplett förmlich. Und wenn du irgendwie einen Schülerzeitungsartikel bericht schreibst oder einen Zeitungsartikel, dann schreibst du da nicht irgendwie so ein flachsiges, wie du es eben mit deinem Kumpel bereden würdest. Darauf muss man eben einerseits achten. Und dann soll das eben auf so ein Viertel ungefähr des Textes irgendwie gekürzt werden und zusammengefasst eben. Und eigentlich ist das relativ easy. Das lief auch absolut gut. Es ging um eine Frau aus der Ukraine, die in Deutschland eben lebt und auch fließend Deutsch spricht und so. Und die hat in Kempten oder sowas eben Tourismus studiert. Und trotzdem sie eben qualifiziert ist, hatte sie keinen Job bekommen. Und in Deutschland darfst du ja niemanden irgendwie ablehnen für ein Jobinterview oder eben für einen Job aufgrund der Ethnizität oder des Geschlechts oder der Herkunft, also ne, Ethnicity, oder eben ja das Alter oder so. Also du darfst niemanden ablehnen, weil er zu alt ist oder so. Also das heißt nicht, du musst jemanden einstellen, weil er 60 ist, darfst du den nicht ablehnen. Also beziehungsweise doch, du darfst ihn nicht ablehnen, weil er 60 ist. Das wegen anderen Gründen, oder du musst überhaupt nichts kommentieren, aber du darfst eben nicht sagen, du bist zu alt, ich nehme dich nicht oder so. Und deswegen, naja, sie hat keine richtige Antwort bekommen, hat sich halt ihren Teil zusammengereimt, ne? Wurde bei irgendwelchen Bewerbungsinterviews immer gefragt, ob sie ein Visum hätte oder sowas, und es ist halt Käse, die lebt hier, die spricht fließend Deutsch, und wird da irgendwie nach Visum gefragt oder sowas, würde mir auch ein bisschen verarscht vorkommen. Vor allem, ich habe hier studiert und bin qualifiziert und ja, bekommt auch kein Büro. Natürlich kacke. Und dagegen wurde etwas unternommen, quasi, in einem Pilotprojekt, gegen diese Vorurteile von, naja, es sind ein paar Firmen in Deutschland, die damit machen. MyDeals macht damit, kennt ihr, ne? Das ist eine Internetfirma, sowas ähnliches wie auch in Schweizer oder so. Also die verschenken irgendwie so Erlebnisse. Weißt du, da kannst du zum Buchen so einmal mit dem Fallschirm springen oder einmal irgendwie Kanu fahren in den Alpen, was weiß ich. Das ist, was ich meine, ne? Das alltägliche Leben. Und das war übrigens ein Scherz mit dem Kanufahren in den Alpen. Und dann macht er noch die Post mit und ich glaube die Telekom auch. Und die sagen eben, das ist wie in den USA und in Kanada. Du schickst kein Bild mit der Bewerbung mit, du schreibst auch keinen Nachnamen oder Namen oder sowas hin, eben was darauf schließen würde, ja, weißt du, wo du halt herkommst, das ist dann halt, das sind eben Sachen, auch ein Bild oder sowas schickst du nicht mit und nicht dein Alter und Herkunft und sowas, du, das sind quasi das Einzige, was darüber entscheidet, ob du, zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, deine Qualifikation ist und deine Erfahrung in dem Beruf zum Beispiel, also deine tatsächliche Eignung, die ja nur berücksichtigt werden sollte. Und die Firmen sagen eben selber, ja, es ist okay, weil es eben auch die Firmen davon abhält, quasi diesen Stereotypen zu verfallen. Denn dann war da als Beispiel gegeben eine Frau, die eben fürs Personal zuständig ist zum Einstellen, hat gedacht, sie würde eben objektiv quasi Bewerbern umgehen würde, aber dass sie eben beim Nutzen, also wenn du jemanden anguckst, ein Bild, dann hast du stereotypisch, also es ist nicht mehr, also vorurteilmäßig, dadurch, dass du jemanden siehst, bildet sich ein Vorurteil in dir. So, das wäre ja auch schlimm, wenn das es nicht machen würde, denn du kannst ja nicht immer wieder einen Menschen also ganz neutral betrachten. Das geht nicht, denn so ist der Mensch nicht gebaut. Der Mensch ist so gebaut, dass er Denkmuster hat und sagt, oh, eine Raubkatze, die ist böse. Oh, ein dunkler, großer Mann, da habe ich gelernt, das ist vielleicht auch böse. Auch wenn es in Wirklichkeit halt nicht so ist. Auf jeden Fall hast du quasi, dadurch, dass du ein Bild siehst von jemandem, hast du dir den ersten Eindruck davon gemacht. Und dieser erste Eindruck, den, ja, unterschätzt man dann auch meistens auch, wenn man vielleicht weiß, oder ist eben im Unterbewusstsein eher passiert. Naja, auf jeden Fall hat diese Frau eben auch gesagt, ja, das hilft eben auch den Firmen zu sagen, nur auf die Qualifikationen zu achten und auf nichts anderes. Und da hat dann eben auch diese Frau ihren Beruf gefunden und ist jetzt irgendwie Einkäuferin für Erlebnisse oder so. Naja. Und was wurde noch für ein Beispiel da gebracht? Ich weiß nicht. Na, so ein bisschen Persönlichkeit geht eben verloren, ne? Also, du kannst halt dich nur online bewerben, nicht in eine Bewerbungsmappe hinschicken und so, sowas wie Detailverliebtheit geht dabei halt verloren. Aber eben nicht komplett, weil man dann ja ein Bewerbungsgespräch hat und diese Qualifikation ja quasi erstmal nur dafür da sind, um auszusortieren von der Qualifikation her, wer eben zur Firma passen würde und wer nicht und wer deshalb zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird und wer nicht.
Und das machen die in den USA und Kanada und ich glaube auch Großbritannien. Das habe ich danach mal nachgegoogelt, jetzt als ich eben... Nee, das stand im Wörterbuch. Das stand im Wörterbuch. Genau. Das war da vermerkt, dass das so... Dass man in Großbritannien keine Bilder eigentlich mitschickt und so. Und eher eine Anonymität eben dabei hat, während man sich bewirbt. Und das ist nämlich auch schön für zum Beispiel Immigranten, die in Deutschland Arbeit suchen und die ja nicht wenig qualifiziert sind, sondern die dann eher mit Vorurteilen zu kämpfen haben zum Beispiel. Wobei das ja auch so ist, dass diejenigen, die quasi eine Firma führen, meistens ja ein bisschen älter sind und das ist deswegen vielleicht noch eher bei denen quasi haften bleibt als bei jüngeren Leuten. Und naja, also Arbeit, das will ich jetzt natürlich älteren Menschen nicht... nicht unterstellen, dass sie eben grundsätzlich eher von Vorurteilen quasi, naja, zu Vorurteilen neigen als Menschen. Das ist auch okay, es kommt immer auf die Person drauf an. So, auf jeden Fall sollte man das eben auf Englisch zusammenfassen und das lief auch super, das war eine super geile Aufgabe, die war einfach zu bewältigen. Der Text war absolut verständlich, das Englisch, das ich da ausgepackt habe, mit dem war ich absolut zufrieden. Hab das meiner Meinung nach gut gelöst. Und dann haben wir so einen Text bekommen, das war ein bisschen... Also der Text war nicht schwer zu verstehen. Der Text war vollkommen okay. Das ging um einen Menschen, der quasi für die Ureinwohner Kanadas, das sind die First Nation People, sowas wie die Indianer, also quasi die, wie hießen sie denn? Native Americans. Ja, das sind quasi die von Kanada, ne? Und die haben eben so Reservoirs, in denen sie eben also leben. Und, hier nochmal den da. Und, boah, er ist in so ein Reservoir gefahren, hat mit dem Team so ein Programm zusammengestellt und so Workshop-mäßig, dass die Leute eben ihre Geschichten erzählen können. Und das als Bilder und als Kunst und als Fotografie und als Video oder so eben ausarbeiten können und dann eben das anderen präsentieren können, damit die Geschichten, die diese Menschen quasi haben, die diesen Reservoirs aufwachsen, verteilen können. Und das haben die überhaupt nicht angenommen. Also er kam da an, niemand ist da, niemand wusste Bescheid, dass er überhaupt kommt. Keiner von denen wollte quasi Verantwortung übernehmen dafür. Er fand das ein bisschen kacke. Dann hat er nachgeguckt, ja, es hat sich auch überhaupt niemand angemeldet für irgendwas, was er quasi angeboten hat, für seine Workshops eben. Hat ihn ein bisschen, traurig gemacht. Dann wurden sie sowas wie einfach nur Daycare Center für die Kleinen. Also die Kleinen haben sich überhaupt nicht für das interessiert, was sie ihnen angeboten haben, sondern haben einfach nur Chaos gestiftet und so. Fand das wohl ein bisschen blöd. Und hat das Ganze quasi auf ein größeres Übel geschoben. Also hat gesagt, ja, also Inui oder so hat es genannt. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. E-N-N-U-I wird geschrieben. Und ich weiß nicht, es kann ein Wort dieser Ureinwohner Kanadas eben sein. Das wurde dann nicht mehr erläutert. Nicht näher erläutert. Ihr wisst, was ich meine. Aber das beschreibt quasi, er sagt, es ist tausendmal schlimmer als die reine Langeweile und irgendwie tausendmal schwerer als die tausendfache Faulheit oder sowas. Also es ist quasi die absolute Perspektivlosigkeit, die Native Americans eben haben. Das sagt er auf jeden Fall so. Und am Anfang sollte man dann eben quasi sagen, wie er die Situation der Leute beschreibt und was quasi das Leben an einem Reservoir als Auswirkung auf diese Menschen hat. Dann sollte man außerdem noch darauf eingehen, wie er versucht, das quasi mit stilistischen Mitteln, also mit zum Beispiel Anachern oder Metaphern oder Hyperbeln oder Repetitions oder so zum Ausdruck bringt, aber auch sowas wie Pictures oder also quasi Bilder, wenn man besonders Wort ausschmücken quasi erzählt, was sind euch Bilder im Kopf quasi des Zuhörer oder des Lesers entwickelt, so, dann ist das halt besonders bildhaft formuliert alles, oder dass er Mitgefühl versucht beim Leser zu erreichen oder so, indem er eben sagt, ja, das hat mir so das Herz gebrochen, dass die Leute das nicht angenommen haben oder so, oder so, wisst ihr,
Nein, das sollte man machen. Und an dritter Stelle sollte man einen Brief an den Herausgeber der Zeitung schicken, in dem dieser Artikel eben tatsächlich veröffentlicht wurde und quasi die Komplexität des Themas ansprechen. Und ja, das war die einzige Aufgabe. Es waren also Aufgaben, die haben nicht perfekt gepasst, denn es waren Artikel und diese Artikel hatten nicht so viele stilistische Mittel eben da drin, die man rausfinden konnte. Und dieser Artikel hat eben Probleme der Ureinwohner beschrieben, aber im Großen und Ganzen eben nur dieses Inui, diese absolute Perspektivlosigkeit und dafür keine Gründe geliefert, beziehungsweise die musste man sich selber so ein bisschen dann ausdenken, weil die nicht absolut erkennbar waren. Und deswegen waren die Aufgaben so ein bisschen eigentlich nicht schwer, aber der Text war nicht präzise genug dafür. Also hat vielleicht der Text nicht, einfach nicht gepasst. Ich habe das trotzdem, hat ja 5 Stunden Zeit, ne? Also ich habe eine Stunde 20 Mediation gemacht, obwohl man schon sehr viel Zeit hat eigentlich, aber durfte man sich ja einteilen selber jetzt und habe dann den Rest dadurch gemacht. Und das war die längste Klausur, die ich tatsächlich durchgearbeitet habe. Ich glaube, ich habe bis 40 Minuten vor Abgabe tatsächlich gearbeitet und dann einfach abgegeben. Also man hat locker Zeit. Man hat immer locker massig Zeit. Aber es war das erste Mal, dass ich eine Stunde vor offizieller Abgabe noch nicht fertig war. Ich habe auch nur 10 Seiten geschrieben oder sowas, also echt nicht so viel für eine Abiturklausur eben, in der man ja 5 Zeitstunden hat. Und naja, der Brief war dann nochmal, da kommt man dann quasi selber sich aussuchen, ne? Auf was man eben Wert legt, was man jetzt nochmal, auf was man hinweisen möchte. Das konnte man sich dann ganz selber quasi zurechtlegen und das war auch relativ cool so. Da habe ich ja noch mal ein bisschen was geschrieben, so im Sinne, ja, lasst uns den armen First Nation People quasi helfen und sowas. Und das ist ja quasi, also Kanada hat ja extrem viele Einwanderer und das ist ja, Kanada gilt auch tatsächlich global als sehr vorbildlich, was eben die Arbeit und die Eingliederung der Immigranten eben betrifft. Und das kann ja nicht sein, dass man, oder beziehungsweise nein, das kann nicht sein, aber man sollte eben den einzigen tatsächlichen Original, also den einzigen Leuten, die tatsächlich ja in Kanada gelebt haben, bevor die ganzen Leute da hingekommen sind und generell der nordamerikanische Kontinent besiedelt wurde durch zum Beispiel europäische Völker, hat er ja nur dieses eine Volk gelebt, oder die Ureinwohner eben. Und das sind diese, die heutzutage so zu leiden haben. Und dass man denen dann eben helfen könnte, weil es ja nicht sein kann, dass die einzigen Menschen, die tatsächlich da quasi ein Anrecht haben, dort zu leben, dass es denen so kacke geht da. Naja, das war mein Punkt. Muss man nicht mit übereinstimmen. Ich weiß noch nicht, ob ich das selber... Ich habe dazu jetzt nicht so eine riesen Meinung, aber musste man sich eben schnell eine Meinung bilden und die eben dann einfach vertreten und durchziehen, dann ist es auch gut so. War keine schlechte Klausur, soziale Klausur, alles super, alles okay. Vielleicht hat es euch ja gefallen, dass ich ein bisschen was von meinem Abitur erzählt habe, jetzt von meinem Englisch-Abitur. Wenn ihr irgendwann Abitur macht und ihr guckt das tatsächlich noch zu, Alter, macht euch nicht verrückt. Abitur kann jeder Volltrottel schaffen, alles easy. Und ihr sowieso, wenn ich Leute angucke, die Abitur gemacht haben, ihr könnt es dann sowieso schaffen. Okay, wenn ich das auch schaffe, dann schafft ihr das auch. Ja, ich bin nur weiß Gott niemand, der sich irgendwie darauf vorbereitet. Wir sehen uns dann beim nächsten Folge wieder. Es tut mir nicht leid. Nein, ich danke euch. So, das wollte ich sagen, dass ihr das so lange durchgehalten habt. Und jetzt bin ich wirklich weg. Ciao.